Ja, vielen Dank, Ulrike. Vielen Dank auch Martin Schad, Susan Neumann und dem Einstein-Forum in Potsdam für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit vielen Jahren, hier zu sein, also ob es so ein Vortrag ist oder um Projekte zu besprechen, ist immer wieder ein wunderbares Haus. Und ich freue mich darum natürlich auch ganz besonders, dass ich heute mein Buch oder ein Teil aus diesem Paktbuch vorstellen kann, mit Ihnen auch diskutieren kann. Das ist für mich, muss ich sagen, ist ja manchmal unterschiedlich, wenn man so ein Thema fertig oder ein Thema bearbeitet hat. Entweder lässt man danach nur noch die Finger davon und sagt nie wieder. Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich glaube, und so schreibe ich das ja auch in dem Buch, in der Einleitung, dass es eigentlich eher eine Anregung und ein Auftakt ist, weil ich während der Arbeit an diesem Buch festgestellt habe, was eigentlich noch aus diesem Thema alles rauszuholen ist. Also es ist eigentlich eher ein Beginn und ich möchte mich dann auch noch zukünftig mit diesem Thema beschäftigen. Ich werde heute ein Spotlight setzen. Ich werde also nicht, das vielleicht noch vorweg, das Buch in der Gänze besprechen. Das können Sie vielleicht dann auch bei der eigenen Lektüre noch tun, sondern vor allen Dingen den Teil behandeln, auf den es mir ganz besonders ankam. Also tatsächlich die Zusammenarbeit in den 22 Monaten des Bündnisses. Wir haben deutsche und sowjetische, teilweise eben auch die Geheimdienste, die Sicherheitspolizei zusammengearbeitet. Das Zitat, das meinem Vortrag nun den Titel gab, also allgemeines Gelächter auf beiden Seiten, stammt aus dem Tagebuch von SS-Untersturmführer Heinz Brückner. Heinz Brückner war ein Mitglied im Hauptstab des deutschen Umsiedlungskommandos, das im Dezember 1939 in die Sowjetunion einreiste. Mit allgemeinem Gelächter auf beiden Seiten beschrieb Heinz Brückner, und ich werde am Ende meines Vortrags darauf zurückkommen, die ganz abgrundtiefe Zufriedenheit und auch die Freude, die die einreisenden Deutsche und ihre sowjetischen Verbündeten angesichts der erfolgreichen Teilung Polens und der Niederlage der polnischen Armee empfanden. Knapp 5 Monate später, am 5. Mai 1940, lobte Brückners Vorgesetzter, der SS-Offizier und Generalmajor der Polizei Hans Flade, die freundschaftliche Atmosphäre, in der die Zusammenarbeit der zwei Verbündeten doch insgesamt verlaufe. Flade wählte diese Worte wenig überraschend auf einem kleinen Empfang, den das sowjetische NKWD für die Mitglieder einer deutschen Flüchtlingskommission im Lemberger Hotel George ausrichtete. Und ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, das vielleicht noch ein Foto deutscher sowjetischer Soldaten an der Demarkationslinie, aber ein Foto vom Hotel George in Lemberg, das ist inzwischen renoviert, also Sie können heute drin wohnen, aber im Mai 1940 trafen sich dort eben die Mitglieder der deutschen und der sowjetischen Flüchtlingskommission. Vlade lobte die freundschaftliche Atmosphäre. Und er sprach dort in Vertretung von Otto Wächter, dem Generalgouverneur des Distrikt Krakau, der als Leiter der Flüchtlingskommission im Frühjahr 1940 den Austausch zehntausender Flüchtlinge von Polen, Ukrainern und vor allem von Juden mit ausgehandelt hat, mit der sowjetischen Seite allerdings viel weniger freundlich, als Flades Worte vermuten lassen. Denn Flades Lobgesang auf die freundschaftliche Zusammenarbeit war zweifelsohne dem Anlass geschuldet. Freundschaftlich, das möchte ich vorwegnehmen, war die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit, auch wenn die Propaganda auf beiden Seiten gern das Gegenteil behauptet hat. Freundschaftlich war diese Zusammenarbeit nur in einem sehr eingeschränkten Sinn. Sie war freundschaftlich im Sinne von funktional, pragmatisch und von gemeinsamen geopolitischen Interessen getragen. Die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit während des Hitler-Stalin-Paktes basierte auf einem geteilten Gewaltverständnis, dem gemeinsamen Willen zum Terror und vor allem auf der gemeinsamen Überzeugung, Polen als, wie Molotow sagte, Bastard des Versailler Vertrages auszulöschen
und zumindest Osteuropa untereinander aufzuteilen. In den folgenden 40 Minuten möchte ich Ihnen nun einige Facetten dieser Zusammenarbeit vorstellen und ich verzichte dabei ganz bewusst auf die Rekonstruktion jener legendär berüchtigten Treffen im Moskauer Kreml im August 1939. Ich finde, die sind sehr gut bekannt. Stattdessen werde ich mich auf die von mir sogenannte Praxis des Pakts, die Umsiedlungs- und die Bevölkerungspolitik in den 22 Monaten seiner Existenz konzentrieren. Denn es gehört, wie ich finde, zu den Eigentümlichkeiten im historiografischen und geschichtspolitischen Umgang mit dem Hitler-Stalin-Pakt, dass die Ereignisse um den 23. August 1939, wie ich schon sagte, ganz gut erforscht und bekannt sind. Weniger aber die konkrete Ausgestaltung der deutsch-sowjetischen Kooperation, die sich aber zuallererst aus der Logik der Verträge ergab. Wo nämlich, wie im Grenz- und Freundschaftsvertrag vom September 1939 eine Grenze festgelegt worden war, da musste sie eben auch errichtet werden. Und wenn, wie im geheimen Zusatzprotokoll zu eben diesem Grenz- und Freundschaftsvertrag, beide Regime festgelegt haben, sich über zweckmäßige Maßnahmen gegen den polnischen Widerstand, im Protokoll wird von polnischer Agitation gesprochen, zu informieren, dann musste dieser Informationsaustausch ja auch irgendwie stattfinden. Wie dies geschah, wie beide Seiten sich verständigten, in Konflikte gerieten und gegenseitig wahrgenommen haben, gehört, wie ich finde, zu den eindrücklichsten Kapiteln in der Geschichte des Hitler-Stalin-Paktes. Und ich habe mir eben für mein Buch diese ganz, wie ich finde, banale und einfache Frage gestellt: Wenn man etwas in so einem Vertrag vereinbart, die Zusammenarbeit, dann will ich gern wissen, wie sah die denn aus? Also wenn man eine Grenze vereinbart, wer baut die Grenze? Wer macht das eigentlich? Weil sie ist ja errichtet worden. Heute Abend möchte ich aber, das habe ich Ihnen versprochen, nun ein Spotlight werfen auf die Ereignisse im ersten Kriegswinter und die deutsch-sowjetische Umsiedlung. Wir befinden uns also ungefähr im Oktober, Dezember bis zum Frühjahr 1940 hin. Am 27. Januar 1940, also im tiefsten Winter, einem sehr eisigen Winter in Europa, versammelten sich Vertreter des Auswärtigen Amtes, des Oberkommando der Wehrmacht, der SS, der Sicherheitspolizei und der Volksdeutschen Mittelstelle in den Krakauer Diensträumen des höheren SS- und Polizeiführers im Generalgouvernement. Auf der Tagesordnung einer rund dreistündigen Sitzung stand die Bilanzierung jener modernen Völkerwanderung, so die NS-Propaganda, in deren Folge vom Dezember 1939 bis zum Frühjahr 1940 rund 125.000 Volksdeutsche, damit waren Angehörige der deutschen Minderheit ohne deutsche Staatsbürgerschaft gemeint, aus den sowjetischen Besatzungsgebieten in das deutsche Besatzungsgebiet umgesiedelt worden waren. Einige der letzten Trecks aus Galizien, Wolhynien und dem Narew-Gebiet hatte Heinrich Himmler, der Reichsführer SS und Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, am Vortag bei eisigen Temperaturen im deutsch besetzten Stadtteil von Przemyśl begrüßt. Nun, nachdem Himmler und die Pressefotografen des Schwarzen Korps, des Organs der SS-Schutzstaffeln, wieder abgereist waren, diskutierte man vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit den sowjetischen Behörden. Von ihnen, so der Tenor, konnten die Deutschen noch viel lernen. Die deutsch-sowjetische Umsiedlungsaktion, das deutsch besetzte Gebiet verließen dabei lediglich 12.000 Personen in Richtung Sowjetunion, war eine der zentralen gemeinsamen Aktionen in der Geschichte des Hitler-Stalin-Pakts. Die vertragliche Grundlage für diese Umsiedlungsaktion bildete der Grenz- und Freundschaftsvertrag, den Joachim von Ribbentrop und Wjatscheslaw Molotow am 28. September 1939 in Moskau unterzeichneten, also während der zweiten Reise von Ribbentrop nach Moskau.
Im vertraulichen Protokoll zum Grenz- und Freundschaftsvertrag heißt es dort, ich zitiere, die Regierung der UdSSR wird den in ihren Interessengebieten ansässigen Reichsgehörigen und anderen Persönlichkeiten deutscher Abstammung, sofern sie den Wunsch haben, nach Deutschland oder in die deutschen Interessengebiete überzusiedeln, hierbei keine Schwierigkeiten in den Weg legen. Sie ist damit einverstanden, dass diese Umsiedlung von Beauftragten der Reichsregierung im Einvernehmen mit den zuständigen örtlichen Behörden durchgeführt wird und dass dabei die Vermögensrechte der Auswanderer gewahrt bleiben. Danach folgte ein Satz, mit dem die deutsche Regierung wiederum zusagte, hinsichtlich der in ihren Interessengebieten ansässigen Personen ukrainischer oder weißrussischer Abstammung eine ebenso entsprechende Verpflichtung einzugehen. Also Volksdeutsche sollten aus dem neuen sowjetischen Besatzungsgebiet in das deutsche Gebiet umgesiedelt werden und Ukrainer und Weißrussen aus dem zukünftigen Generalgouvernement in das sowjetische Besatzungsgebiet. Unmittelbar nach der Unterzeichnung, also nach Ribbentrops zweiter Moskau-Reise, reisten dann schon deutsche Verhandlungsführer Mitte Oktober 1939 nach Moskau, um die Details dieses Vertrages zu klären. Unter ihnen, also unter diesen Moskau-Reisenden, befand sich neben Vertretern des Auswärtigen Amtes unter anderem auch der Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, Werner Lorenz, sowie Horst Hoffmeier, ein sehr loyaler Gefolgsmann von Heinrich Himmler, der inzwischen zum Chef des WOMI-Amtes für die, also Volksdeutsche Mittelstelle, des WOMI-Amtes für die Sicherung des deutschen Volkstums in den neuen Ostgebieten ernannt worden war. Der Vorsitzende der deutschen Verhandlungsdelegation, die also nach Moskau reiste, war der Jurist Kurt von Kamphöfener. Und von ihm habe ich leider kein Foto gefunden. Kamphöfener war ein sehr erfahrener Diplomat. Er stand seit 1911 schon in den Diensten des Auswärtigen Amtes und er entstammte einer preußischen Offiziers- und Diplomatenfamilie. Sein Vater war Militärberater am Hof des osmanischen Sultans Abdülhamid II. Gewesen. Kamphöfener selbst war 1887 in Istanbul geboren, 1930 noch Mitglied der SPD und er leitete von 1931 bis 1936 das Referat Völkerbund im Auswärtigen Amt. Nach Moskau reiste Kamphöfener, der 1940 schließlich der NSDAP beitrat, dann als Leiter des Referats im Auswärtigen Amt Friedensfragen. Wer die Deutschen in Moskau empfing, wo und worüber mit wem verhandelt wurde, ist bis heute weitgehend unbekannt. Und damit spreche ich schon ein grundlegendes Problem auch dieser ganzen Forschung zum Hitler-Stalin-Pakt ein. Die russischen Archive zu diesem Thema sind nach wie vor verschlossen. Also ich konnte wenig rausbekommen, nur über die deutschen Akten oder auch über ukrainische Archive, wer eigentlich von sowjetischer Seite, konkret vom NKWD an dieser Zusammenarbeit beteiligt war. Über viele Mitglieder, vor allen Dingen der sowjetischen Delegation, kann man eben bis heute nur spekulieren. Und das ist ganz spannend hinsichtlich dieses Vertrages und hinsichtlich dieser Umsiedlungsaktion, nämlich weil von sowjetischer Seite die ganzen Verträge unterschrieben wurden, während auf deutscher Seite Kurt von Kamphöfener unterzeichnete, steht als Unterschrift der sowjetischen Seite immer nur ein gewisser Litwinow. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, und das wird auch in der Forschung sehr breit diskutiert, war es tatsächlich der kurz zuvor geschasste ehemalige Außenkommissar Maxim Litwinow, der eigentlich ja eine Annäherung an die westeuropäischen Demokratien favorisiert hatte und der eigentlich eine sehr antideutsche Haltung lange Zeit eingenommen hatte, ja auch im Kreuzfeuer der NS-Propaganda gestanden hatte, der plötzlich dann 1939, 1940 mit den Deutschen verhandelt. Für diesen Verdacht sprechen einige Indizien, auch wenn bis heute eindeutige Beweise fehlen. Es ist interessant, dass Litwinow, der Protagonist eben der Strategie der kollektiven Sicherheit gegen Hitler, das Kommissariat an Molotow im Mai 1939 abgegeben hatte. Dieser Schritt ist in der Forschungsliteratur bisher
fest als Beleg für die antisemitischen Säuberungen des Außenkommissariats im Zuge der deutsch-sowjetischen Annäherung betrachtet worden. Allerdings wurde Litwinow weder, so wie viele andere Angehörige dieses Außenkommissariats, verhaftet. Er wurde auch nicht in ein Gulag-Lager gesteckt. Er wurde nicht deportiert und er wurde auch nicht erschossen. Während sich die überwiegende Mehrzahl der Biografen über das Leben Litwinows in den Jahren von 1939 bis 1941 ausschweigen, legt die noch während des Krieges im Jahr 1943 erschienene Biografie des Amerikaners Arthur Pope nahe, dass Litwinow zwar degradiert wurde, das wurde er, und er verschwand auch aus dem Rampenlicht der internationalen Bühne. Er taucht ja dann nach 1941 wieder auf als sowjetischer Botschafter in Washington. Aber er verschwindet nicht aus dem Außenkommissariat, sondern er rückt dort lediglich in die zweite Reihe. Litwinow, ich glaube, von ihm habe ich auch ein Foto für Sie dabei. Litwinow wurde Leiter des Internationalen Informationsbüros im Zentralkomitee der Partei, also eine ganz zentrale Stelle. Und er verblieb somit auf einer Verbindungsstelle zwischen dem Außenkommissariat und der Machtzentrale im Kreml. Und er war weiterhin Abgeordneter der Stadt Leningrad im obersten Sowjet. Litwinow wurde also, wie Cassidy in seiner in seinem Buch Moskau Dateline schrieb, carefully wrapped up and kept on ice for another day. Mit Litwinow und Kamphöfener, die beide, und es macht Sinn, dass Litwinow eben der Vorsitzende der sowjetischen Seite dieses Bevölkerungsaustausches war, denn Litwinow und Kamphöfener hatten beide schon im Völkerbund zusammengearbeitet. Und es war sowohl das Ziel der nationalsozialistischen Propaganda als auch der sowjetischen, diesen Bevölkerungsaustausch in die Tradition der zahlreichen und völkerrechtlich sanktionierten Umsiedlungen zu stellen, die nach dem Ersten Weltkrieg ganz immense und auch gewaltintensive Migrationsbewegungen und Bevölkerungsverschiebung in Europa ausgelöst hatten. Gegen Litwinow spricht allerdings die Tatsache, dass Fotos, die in der NS-Presse von den Besuchen der sowjetischen Delegation erschienen sind, wenig Ähnlichkeit mit Maxim Litwinow haben zu dieser Zeit. Also einige spricht dafür, anderes dagegen, aber es ist ein hochspannendes Kapitel und stellt natürlich auch die Frage, wie geschasste Mitglieder des Außenkommissariats von Stalin während des Hitler-Stalin-Paktes andere Verwendung gefunden haben. Aber ohnehin waren Kamphöfener als auch Litwinow nur Fassade. Die operative Leitung der Umsiedlungsaktion oblag dem NKWD und der SS, wie eine plausible Aussage Kamphöfeners nach Kriegsende unterstreicht. Am 14. August 1945 wird Kurt von Kamphöfener von einem amerikanischen Offizier verhört und der protokolliert: On his commission, also die Kommission, die nach Moskau fährt, on his commission were various representatives of government agencies, including Himmlers Volksdeutsche Mittelstellen. The Russian commission was headed by Mali Litvinov, finden wir dort. Also, the real power was held by the GPU representative and later General Moslennikov. Und auf ihn komme ich auch noch später zurück. Am 3. November 1939 informierte dann das Auswärtige Amt über den Abschluss des Umsiedlungsvertrages, der die Zuständigkeiten und den Ablauf einer Aktion regelte, die vom Dezember 1939 bis zum 1. März 1940 andauern sollte. Also für diesen Zeitraum war diese Umsiedlungsaktion vereinbart worden. Beide Seiten hatten also mehrere Monate Zeit, Weißrussen und Ukrainer in das sowjetische Gebiet und Volksdeutsche zurück ins Reich zu transportieren. Ich kann auf die Einzelheiten des Vertrages nicht eingehen, das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe das hier aber ein bisschen ausgeführt, damit Sie auch sehen können, wie das ablief, also die Regierungsvertreter und die Hauptbevollmächtigten, die jeweils dann in den Delegationen in das andere Gebiet reisten. Und hier finden Sie auch noch die Standorte, also wo
die Deutschen in dem sowjetischen Besatzungsgebiet stationiert waren und wo das NKWD im Generalgouvernement stationiert war. Genau, ich sage jetzt etwas zur deutschen Seite und zu den Akteuren. Deutscherseits oder von deutscher Seite machte diese Umsiedlungsaktion tatsächlich Sinn oder im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Die Deutschen hatten ein großes Interesse, diese sogenannte großzügigste Umsiedlungsaktion der Weltgeschichte ganz zügig, effizient und erfolgreich zu gestalten, was allerdings nicht klappte. Sie folgten damit den nationalsozialistischen Raum- und Rassekonzepten, die Adolf Hitler in seiner bekannten Oktoberrede am 6. Oktober 1939 noch einmal bekräftigt hatte. Die Aufgabe, sich dem Deutschen Reich durch den Zerfall des polnischen Staates stellte, sah Hitler eben in der, ich zitiere, Herstellung einer Reichsgrenze, die den historischen, ethnografischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten gerecht wird. In der Herstellung einer neuen Ordnung der ethnografischen Verhältnisse, die eben über diese Umsiedlung der Nationalitäten erreicht werden würde. Wer war an diesen Umsiedlungen beteiligt? Schon einen Tag nach dieser Hitlerrede vom 6. Oktober beauftragte Hitler am 7. Oktober 1939 den Reichsführer SS Heinrich Himmler mit der Durchführung der Umsiedlung der deutschen Bevölkerungssplitter. Himmler war sehr zum Unmut seiner zahlreichen Konkurrenten von nun an befugt, sich aller vorhandenen Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der Gemeinden sowie der sonstigen öffentlichen Körperschaften und der bestehenden Siedlungsgesellschaften zu bedienen. Dass er dies ausgiebig zum Ausbau seines eigenen Machtbereiches nutzte, führte im Verlauf der Umsiedlung zu intern beklagtem Chaos und Zuständigkeitswirrwarr. Die praktische Durchführung und die Betreuung der Volksdeutschen wiederum lag mit Himmlers Erlass vom 30. Oktober 1939 in den Händen der Volksdeutschen Mittelstelle unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Werner Lorenz. Und Werner Lorenz, hatte ich bereits gesagt, gehörte zu der Delegation, die im Oktober nach Moskau gereist war. Das 1937 zur finanziellen Unterstützung der deutschen Minderheiten im Ausland gegründete Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle war eine von zahlreichen SS-Mitgliedern besetzte Behörde mit der Aufgabe, die volkstumspolitischen Ziele des Nationalsozialismus in Bezug auf die Volksdeutschen umzusetzen. Die Mittelstelle war für den Transport und die Unterbringung der Umsiedler zuständig. Im Juni 1941 wurde sie dann auch tatsächlich zu einem SS-Hauptamt, ich habe hier ein Foto aus Litzmannstadt mitgebracht, zu einem SS-Hauptamt, das dem Reichsführer SS direkt unterstellt war. Neben der WOMI, aber die Volksdeutsche Mittelstelle, war tatsächlich der Hauptakteur bei diesen Umsiedlungen, waren auch verschiedene Ministerien, darunter das Reichsfinanzministerium, das Reichsgesundheitsministerium, aber auch das Deutsche Rote Kreuz an diesen Umsiedlungen beteiligt. Und in Frankfurt an der Viadrina ist unlängst auch eine sehr gute Masterarbeit zur Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes an diesen Umsiedlungen und auch den Reisen der Mitglieder des DRK in die Sowjetunion entstanden. Nun aber zur sowjetischen Seite. Im Unterschied zum Archipel Himmlers war die Anzahl der Akteure auf sowjetischer Seite weitaus übersichtlicher. Offiziell lag die Umsiedlung in der Obhut von Molotows Außenkommissariat. Tatsächlich aber, und Kamphöfener bestätigt das nach 1945, tatsächlich aber hielt Berias NKWD alle Fäden in der Hand. Wie aus den deutschen Berichten hervorgeht, waren die mit den Umsiedlungen beschäftigten sowjetischen Regierungsvertreter durchweg NKWD-Offiziere, die eigens für diese Aufgabe instruiert und abgestellt worden waren. Das ist auch nicht überraschend, denn schließlich handelte es sich um eine Operation, die in einem Grenzgebiet, einer also sicherheitspolitischen Gefahrenzone per se, ablaufen sollte. Dort dominierten die Sicherheits- und Abwehrinteressen sowie die Feindparanoia des Stalinismus und sie fand ihren Niederschlag in der beständigen Ausweitung von NKWD-kontrollierten Grenzzonen.
Unmittelbar nach Kriegsbeginn waren innerhalb des NKWD neue Abteilungen entstanden, die sich eben mit diesen Umsiedlern und aber auch mit der neuen Bevölkerung, mit den Gefangenen zu beschäftigen hatten. Unter anderem im Fall Katyn ist das ja bekannt geworden, die Kriegsgefangenenabteilung, die Beria unmittelbar nach dem September 1939 gründet, wie auch die unter Salomon Milsteins Leitung stehende Transportabteilung, die eben nicht nur die Umsiedlung der polnischen Kriegsgefangenen, sondern auch die Umsiedlung der Zivilbevölkerung organisiert hat. Es sind nach wie vor von der sowjetischen Seite weniger Namen bekannt. Es gibt den Namen des sowjetischen Hauptbevollmächtigten. Das war ein NKWD-Offizier namens Troitsky. Immer wieder taucht auch Daniil Michailowitsch Sinizin auf, ebenfalls ein Oberst des NKWD. Beide waren nahezu an allen bevölkerungspolitischen Aktionen beteiligt, bis hin auch zu der späten Umsiedlung aus dem Baltikum im Januar und Februar 1941. Also das ist ein Merkmal, das man eigentlich auf beiden Seiten während der ganzen Umsiedlung findet, dass diejenigen Akteure wie auf der deutschen Seite Horst Hoffmeier oder Flade und auf der sowjetischen Seite Sinizin, Troitsky, Jegnarov ist noch ein weiterer Name, sind an allen anderen Umsiedlungsaktionen, die später stattgefunden haben, auch wieder beteiligt. Die hatten halt dann auch ihre Kompetenz erworben. Nun aber zur Zusammenarbeit. Die sowjetische Seite war effizient organisiert und die Deutschen waren von dieser Effizienz offenbar, glaubt man den Worten von Hoffmeier, stark beeindruckt. Auf meiner eingangs erwähnten Konferenz vom 27. Januar 1940, auf dieser Konferenz beklagt SS-Standartenführer Horst Hoffmeier, dass die deutschen Mitarbeiter als, ich zitiere, höchste und hohe Beamte ja zugleich auch andere wichtige Aufgaben als die Umsiedlung durchzuführen haben, während sich doch die sowjetischen Regierungsvertreter auf der Gegenseite ganz anders verhalten und ganz anders arbeiten dürften. Hier, so empfiehlt Hoffmeier, sei ja ein sowjetischer Apparat vorhanden, der eben nur für die Umsiedlung zuständig ist. Hauptgebiets- und Ortsregierungsvertreter hätten nur die eine Aufgabe, sich der deutschen Aussiedlung zu widmen, die deutschen Maßnahmen auch zu ermöglichen und die Interessen der Sowjetunion wahrzunehmen. Sie seien genau über jeden Einzelvorgang unterrichtet und hätten fortlaufend genaueste Übersicht über das gesamte deutsche Personal, über die Entwicklung der Personen- und Vermögensregistrierung, über Aufenthalt und Tätigkeit der Mitglieder des deutschen Kommandos, aber auch aller von diesen zur Mitarbeit herangezogenen volksdeutschen Helfern. Hoffmeier war ziemlich beeindruckt von diesem sehr gut funktionierenden sowjetischen NKWD-Apparat und hat ihn, dazu komme ich auch gleich noch, für die deutsche Seite durchaus empfohlen. Auf der anderen Seite war ihm aber auch nicht verborgen geblieben, dass die sowjetischen Vertreter, die also in das deutsche Besatzungsgebiet gereist waren, nur mit einem auffallend geringfügigen Interesse an ihre Arbeit ging. Und dafür sprechen auch die Zahlen, also ungefähr 130.000 Volksdeutsche, die in umgesiedelt wurden, versus 12.000 Ukrainer und Weißrussen, die in das sowjetische Gebiet umgesiedelt wurden. Auf besagten Januartreffen häuften sich gleichzeitig mit dem Lobpreis des sowjetischen NKWD auch die Klagen über das Phlegma der sowjetischen Behörden. Aus dem westgalizischen Jaroslau, wo 8 NKWD-Mitglieder vor Ort waren, wurde berichtet, dass trotz äußerst entgegenkommender Bereitstellung von Wohn- und Diensträumen und allen erwünschten Hilfsmitteln von einer intensiveren Tätigkeit bisher nichts zu bemerken sei. In andere Orte oder auf das Land hinauszufahren, lehnten die Sowjetvertreter im Hinblick auf die Schneeverhältnisse und die Witterung ab. Der Gesamteindruck, so steht es in einem Bericht, ungewandt und mangelndes Interesse, Richtlinien scheinen zu fehlen. Die Gleichgültigkeit, mit der das NKWD die Umsiedlung eher behinderte,
mochte stereotype Vorurteile über faule und unorganisierte Russen, und auch das finden Sie in den Berichten, und über die sowjetische Mangelwirtschaft bestätigen. Tatsächlich mangelte es wie in der gesamten Sowjetunion auch dem NKWD-Personal an Schreibmaterial, an amtlichen Vordrucken, an Arbeits- und Transportmitteln. Dennoch erklärten die Ressentiments und Stereotype überhaupt nichts. Denn das mangelnde Interesse der sowjetischen Seite an dieser Umsiedlung hatte ganz klare politische Motive. Zwar gehörte die ethnische und soziale Neuordnung der neuen Bevölkerung zur Sowjetisierungsstrategie, das Verlangen Moskaus aber, tausende Ukrainer und Weißrussen zusätzlich aufzunehmen, hielt sich in engen Grenzen. Warum auch? Wo doch die neuen Besatzungsgebiete ohnehin im Chaos der gewaltsamen Sowjetisierung versanken. Man kann nicht sagen, konstatierte dementsprechend der deutsche Stadtkommissar der Grenzstadt Sanok, dass sich die Russen große Mühe gegeben haben, viele Menschen von hier fortzubringen. Ich hatte den Eindruck, dass die russische Delegation Anweisung erhalten hatte, so wenig wie möglich Menschen aus diesen Gebieten herauszuziehen. Einmal soll der Gebietsbevollmächtigte haben durchblicken lassen, dass er auf Ukrainer gar keinen Wert lege, da sie sowohl den Deutschen als auch den Russen nur Schwierigkeiten machten. Also auch diese Berichte finden Sie immer wieder in den Berichten. Und es macht Sinn, also tatsächlich glaube ich, dass Stalin und die sowjetische Seite überhaupt kein Interesse an diesen Umsiedlungen hatten. Das war eine Konzession während der Verhandlungen. Die deutsche Seite tatsächlich hatte dieses ideologisch motivierte Interesse, die Volksdeutschen auszusiedeln, und man hat dem zugestimmt. Also ja, also ich denke das nach wie vor. Jetzt habe ich also bisher vor allen Dingen diese untere Ebene behandelt, also hier auch noch ein Foto von Horst Hoffmeier, den ich jetzt schon ein paar Mal zitiert habe. Er ist auch dann in Rumänien umgekommen, Ende der 40er Jahre. Also das ist so ein, Hoffmeier war auch ein sehr etablierter Umsiedlungsakteur, also eben der sowohl auf dem sowjetischen Gebiet die Umsiedlung organisiert hat, aber dann auch in Transnistrien. Das Umsiedlungsabkommen oder diese Umsiedlungsgeschichte, von der ich Ihnen heute auch nur Ausschnitte präsentieren konnte, und dieses Abkommen vor allen Dingen, das ich Ihnen zitiert habe, regelte die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den sowjetischen Behörden. Faktisch regelten diese Abkommen die Zusammenarbeit zwischen Berias NKWD und Himmlers SS. Lange Zeit erschien der Gedanke an eine Zusammenarbeit dieser totalitären Gewaltinstitution unmöglich oder im besten Falle rätselhaft. Dies, so mein Argument, ist erklärbar vor dem Hintergrund einer Erinnerungskultur und Historiografie, die ausgehend vom nationalsozialistischen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion den Fokus eben hauptsächlich auf die deutsch-sowjetische Gegnerschaft gesetzt oder gelegt hat, während die Jahre der Zusammenarbeit in den Hintergrund traten. Die Vorstellung, dass NS-Täter wie Bruno Streckenbach, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Krakau, oder eben Otto Wächter, und von ihm habe ich auch ein spannendes Dokument mitgebracht, zu dem sage ich gleich was, Otto Wächter, also der Gouverneur des Distrikt Krakau, zuvor mit Vertretern der sowjetischen Regierung und des NKWD zusammengearbeitet hatten, war nur sehr schwer für Historiker und Historikerinnen zuzulassen. Dieses Dokument ist im Archiv des Auswärtigen Amtes. Das ist der deutsche Ausweis, mit dem Otto Wächter dann als Leiter der Deutschen Flüchtlingskommission im Frühjahr 1940 in die Sowjetunion reisen konnte. Ich hatte ja eingangs von dieser Flüchtlingskommission gesprochen, das war nochmal ein anderer Aspekt als die Umsiedlung. Und hier auf Russisch auch die Bestätigung der sowjetischen Botschaft in Berlin, dass Otto Wächter in die Sowjetunion einreisen darf. Tatsächlich erfolgte diese Zusammenarbeit zwischen SS und NKWD
ziemlich, und man ist immer wieder überrascht, oder ich war immer wieder überrascht davon, wie sehr pragmatisch, unaufgeregt und unspektakulär diese Zusammenarbeit ablief. Also man, dieses Umsiedlungsabkommen waren geschlossen, die Bevölkerung sollte umgesiedelt werden, also hat man sie umgesiedelt und man hat den besten Weg gefunden, dort zusammenzuarbeiten. Das war, als ich anfing mit dieser Arbeit, für mich tatsächlich eine Überraschung, weil auch ich eher immer davon, oder diese Treffen von SS und NKWD, ähnlich wie weite Teile der Historiografie und der Forschung, immer als so geheimnisumwitterte SS-NKWD-Treffen betrachtet habe. Also die waren immer sehr verrätselt und geheimnisvoll und dann findet man diese Berichte und liest, wie ziemlich unspektakulär und pragmatisch das Ganze doch ablief. Die Treffen von SS- und NKWD-Angehörigen, die in der Forschung eben häufig als geheimnisumwitterte Konferenzen gelten, waren häufig eben schlichtweg erforderlich, um zynisch gesagt reibungslose Abläufe zu gewährleisten. Man musste eben Dinge besprechen und danach trank man noch gemeinsam, beispielsweise eben im Lemberger Hotel George. Meine Lakonie ist an dieser Stelle mit Absicht auch ein bisschen provokant und Sie sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich alle Akteure, die an diesen Aktionen beteiligt waren, also auch Otto Wächter, Hoffmeier, Jegnarow, dass sich alle Akteure dieses doch sehr speziellen Charakters ihrer Zusammenarbeit bewusst waren. Die ideologische Feindschaft hatte ihre politische Sozialisation ja geprägt. Jemand wie Hoffmeier wusste, dass er mit Feinden zusammenarbeitete. Für den Moment aber musste diese ideologische Gegnerschaft in den Hintergrund treten. Aufgehoben war sie nicht. Und schon der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker, hatte den deutschen Botschaften im Zuge des Grenz- und Freundschaftsvertrages versichert, also in einem Schreiben aus dem Auswärtigen Amt an alle deutsche Botschaften, dass es sich bei diesem Grenz- und Freundschaftsvertrag und bei den ganzen, ich zitiere, deutsch-russischen Abmachung um eine säkulare Regelung der Beziehung zwischen den beiden Ländern im Sinne endgültiger Wiederaufnahme historischer Freundschaft handelt. Und Weizsäcker sagt dazu, Ideologien der beiden Länder bleiben gewahrt und von Vereinbarungen völlig unberührt. Und auch diesen Satz finden Sie immer wieder in den Akten. Wir arbeiten politisch zusammen, wir müssen diese Umsiedlung machen, aber ideologische Feinde bleiben wir, die Ideologie tritt für den Moment in den Hintergrund. Und das wird von beiden Seiten auch immer wieder ganz offen betont. Das eingeübte Misstrauen, das die Bündnispartner nie völlig ablegen konnten und auch nie ablegen wollten, beeinflusste natürlich auch diese Umsiedlungsaktion, die ja schließlich bedeutete, dass Vertraute Himmlers und SS-Leute wie Horst Hoffmeier mit großem Kommando in die Sowjetunion reisen würden, während Berias NKWD im deutschen Generalgouvernement tätig war. Während die deutsche Seite der Ankunft der Sowjets noch einigermaßen gelassen entgegenblickte, nicht weil sie weniger Angst hatten, aber weil das Generalgouvernement nun mal einfach gar nicht deutsches Staatsgebiet war, war man da viel gelassener, verursachte die Einreise der Deutschen in das sowjetische Staatsterritorium ein ziemlich großes Unbehagen, das zu einem strengen und allgegenwärtigen Überwachungssystem führte. So berichtete etwa Alfred Karasek, ein bekannter Volkskundler und überzeugter Nationalsozialist, der als Gebietsbevollmächtigter für Lutsk, dem Umsiedlungskommando Wolhynien der Volksdeutschen Mittelstelle angehörte, über seine sowjetischen Gegenspieler. Ich zitiere, was uns zuerst in Sowjetrussland begegnete, war restloses Misstrauen. Keiner unserer Schritte blieb unbewacht. Unsere Bewegungsfreiheit war auf das Mindeste eingeschränkt. Für den Verkehr mit uns waren ihnen genaue Weisungen erteilt worden. Dies ergab sich vor allem aus den oft wortkargen Antworten auf bestimmte Beschwerden oder Fragen. Dass die Regierungsvertreter vor ihrem Zusammentreffen mit uns eingehend geschult waren, haben übrigens einzelne von ihnen unumwunden zugegeben. Also es gab diese Schulung. Allerdings gab es diese Schulung auch für die Vertreter
des deutschen Umsiedlungskommandos. Auch die reisten nicht ungeschult in die Sowjetunion. Ihre Mitglieder kamen schon vor der offiziellen Unterzeichnung des Abkommens Anfang November in Berlin im sogenannten Friedenshaus am Reichssportfeld, dem heutigen Olympiapark, zusammen. Also hier ganz in der Nähe wurden dort mehrere hundert Personen in einem Sammellager, verschiedenen Lehrgängen und der obligatorischen Einkleidung unterwiesen. Die Mehrzahl von ihnen, die DRK-Helferinnen, Ärzte und zukünftigen Lagerkommandanten, waren für den Empfang der volksdeutschen Umsiedler an den vereinbarten Grenzübergängen und ihre Versorgung vorgesehen. Sie reisten nach Litzmannstadt oder nach Łódź, wo mit einer geplanten Aufnahmekapazität von 40.000 Volksdeutschen das Aufnahmezentrum der Umsiedlungsaktion entstand. Und daher auch dieses Foto, das ich Ihnen schon gezeigt habe. Also das war das zentrale Aufnahmelager. Die anderen Teilnehmer der Berliner Lehrgänge, ausgesuchtes SS-Personal, war für den Einsatz im sowjetischen Interessensgebiet vorgesehen. Nach einigen Verzögerungen, ein erster Abreisetermin war ursprünglich der 12. November, verließ dieses Umsiedlungskommando, das in die Sowjetunion reisen sollte, am 28. November 1939 den Berliner Bahnhof Charlottenburg und reiste über Katowice, Krakau und Jaroslau nach Przemyśl, wo Horst Hoffmeier bereits wartete. Anstatt aber das Kommando dann in den sowjetischen Teil von Przemyśl zu begleiten, kündigte Hoffmeier neue Verhandlungen mit den Sowjets an, die eine Weiterfahrt verzögerten. Man spricht, so notiert es Brückner in seinem Tagebuch, von 2 bis 10 Tagen, die wir voraussichtlich noch im Przemyśl sein werden. Erst Kasernenunterbringung erwogen, da dreckig bleiben die Teilnehmer im Zug wohnen. Am darauffolgenden Tag, einem bitterkalten 1. Dezember, beobachtet der SS-Mann Brückner im Przemyśl dann die Ankunft einer hochkarätigen sowjetischen Kommission. Und er schreibt, um 14 Uhr Eintreffen der Sowjetkommission zur Verhandlung. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Immer neue Schwierigkeiten. Tag der Abreise steht noch nicht fest. Welche neuen Schwierigkeiten Hoffmeier mit der anreisenden sowjetischen Delegation in Przemyśl, also in der Grenzstadt, in der eben auch Himmler, wo habe ich das jetzt? Hier. In der Himmler die Volksdeutschen begrüßt hatte. Also worum es sich genau handelte, diese Inhalte sind wenig bekannt. Womöglich verzögerte sich die Zusammenstellung des sowjetischen Kommandos, die eben aus verschiedenen Regionen und Dienststellen kam. Der völkische Beobachter, der sehr offen über diese Treffen und auch über diese Reisen berichtet hat, dem völkischen Beobachter zufolge stieß sich die sowjetische Seite an der geplanten Stärke des deutschen Kommandos von 450 Mann. Also vereinbart waren 300 Personen, die hier in Berlin unterrichtet wurden und dann in die Sowjetunion reisen sollte. Die deutsche Seite versuchte 450 in die Sowjetunion zu bekommen. Das ging nicht. 150 mussten im Generalgouvernement bleiben. Und ein zweiter Streitpunkt war noch die Frage der Uniform. Die Sowjetunion wollte absolut vermeiden, dass SS-Leute in ihren Uniformen das sowjetische Staatsgebiet betreten. Und man einigte sich dann auf eine graue Arbeitsuniform, also die keinerlei Dienstzeichen und so militärische Zeichen haben sollte. 5 Tage nach diesen Verhandlungen im Przemyśl erschien dann am 6. Dezember 1939 wieder im Völkischen Beobachter, den habe ich Ihnen nicht mitgebracht, aber die Krakauer Zeitung, die berichtete nämlich auch darüber. 5 Tage nach den Verhandlungen im Przemyśl erschien am 6. Dezember 1939 im Völkischen Beobachter in der Berliner Ausgabe ein Artikel, der für den Abend das Eintreffen der sowjetischen Regierungsdelegation in Krakau zu Vorbesprechung über die Umsiedlungsaktion ankündigte. Auch dieser Artikel äußerte nichts zu den Inhalten dieser Vorbesprechung, aber er nannte die wichtigsten Delegationsmitglieder. Die sowjetische Delegation, so schrieb der Völkische Beobachter, wird geführt von dem Präsidenten der Kommission, hier taucht wieder der Name Litwinow auf, als Leiter der Westabteilung des Außenkommissariats der UdSSR,
dem Divisionsgeneral Maslennikow, Mitglied des obersten Sowjets und stellvertretender Volkskommissar des Innenkommissariats, sowie dem Ministerialdirigenten im Außenkommissariat Arkadjew. Wieder wurde eben auch Litwinow genannt. Das ist aber in dem Fall gar nicht so bedeutend, denn mit Iwan Maslennikow, den Kamphöfener nach dem Krieg ja als den eigentlichen Chef der sowjetischen Regierungskommission bezeichnete, reiste eben im Dezember 1939 ein sehr enger Vertrauter von Lavrenti Beria und ein sehr hochrangiger NKWD-Funktionär in die Hauptstadt des deutschen Generalgouvernements. Genau, hier habe ich ein Foto. Maslennikow, und hier ist ein Foto von ihm. Maslennikow, zu dessen Spezialgebiet verdeckte Operationen gehörten, war Ende der 20er Jahre in den Dienst des NKWD getreten. Dort bewährte er sich oder hatte er sich als Chef der Grenztruppen bewährt, wurde eine zusätzliche Ausbildung an der prestigeträchtigen Frunse-Akademie gewährt und er wurde von Beria im Februar 1939 zum stellvertretenden Volkskommissar und zum Leiter der NKWD-Grenztruppen als auch der NKWD-Truppen im Landesinnern ernannt. In dieser Funktion kommandierte Maslennikow den Zeitgenossen als hart und manchmal unbarmherzig und rücksichtslos beschrieben, den Einsatz der NKWD-Spezialtruppen nach dem Einmarsch in Polen im September 1939, die Verhaftung und Deportation tausender polnischer Staatsbürger, einschließlich der polnischen Militärangehörigen, die in den berüchtigten Massenerschießungen von Katyn zum Opfer fielen. Also auch da ist mir der Name Maslennikow schon begegnet. Zur Zeit des Hitler-Stalin-Pakts war Iwan Maslennikow Berias verlässlicher Koordinator des NKWD-Terrors in der Westukraine und in Westweißrussland. Als Belohnung für diese Loyalität stieg er in den inneren Zirkel des NKWD-Chefs auf. Nach dem Sturz Berias im Zuge der Entstalinisierung beging Maslennikow, der heute wieder als Kriegsheld verehrt wird, im Jahr 1954 Selbstmord. Als der Sonderzug mit Litwinow und Maslennikow und Arkadjew dann eben von Przemyśl kommt, auf dem Krakauer Bahnhof einfuhr, denn die Reise ging weiter von Przemyśl nach Krakau, stand mit Josef Bühler kein geringerer als der Amtschef von Generalgouverneur Hans Frank am Bahnsteig zum Empfang bereit. Bühler war die rechte Hand des Generalgouverneurs, er stillte Franks Hunger auf geraubte Kunstschätze, er sorgte für das annehmliche Treffen auf der Krakauer Burg und er kümmerte sich zunehmend auch um das dreckige Tagesgeschäft, die Vernichtung der polnischen und der jüdischen Bevölkerung. Und so, wie Maslennikow die Massenerschießung von Katyn vorbereitete, beteiligte sich Josef Bühler, der 1948 in Polen hingerichtet wurde, im Frühjahr 1940 an der Organisation der Deutschen Allgemeinen Befriedungsaktion, einer brutalen und massenhaften Vernichtungsaktion der polnischen Elite und der Bevölkerung. Bühler war auch im Januar 1942 einer der Teilnehmer an der berüchtigten Wannsee-Konferenz zur sogenannten Endlösung der Judenfrage. Also Bühler und Wächter sind zwei sehr hochrangige SS-Offiziere, die ebenso mit sehr hochrangigen NKWD-Offizieren Gespräche geführt haben. Im Dezember 1939 begleitete Bühler die sowjetischen Gäste direkt in die Krakauer Burg, den Amtssitz von Generalgouverneur Hans Frank, wo im Festsaal schon der feierliche Empfang vorbereitet war. Nach einem ebenso feierlichen Abendessen pries Hans Frank erfüllt vom Erfolg der Verhandlungen, die er nicht geführt hatte, die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit, die Freundschaft und das Regierungsabkommen in den höchsten Tönen. Und ich möchte hier noch ganz kurz Hans Frank zitieren. Er pries dieses Regierungsabkommen als, ich zitiere, dem großen Gedanken unseres Führers entsprechend, den Deutschen, die bisher verstreut in der Welt lebten, wieder eine gemeinsame Heimat zu geben und zugleich dem erklärten Wunsch des Lenkers der Sowjetunion entsprechend,
den früher von Polen unterjochten slawischen Minderheiten den Weg frei zu machen, damit sie sich mit ihren Blutsverwandten vereinigen könnten. Das Abendessen auf der Krakauer Burg im Dezember 1939, von dem eben die Krakauer Zeitung auch berichtete, viel ausführlicher als der Völkische Beobachter, war der symbolische Höhepunkt der nationalsozialistischen und stalinistischen Kollaboration. Interessanter im Hinblick auf die konkreten Verabredungen aber waren die weitaus weniger öffentlichen Nebentreffen. Denn während Hans Frank in Krakau auf der Burg für Pomp and Circumstance zuständig war, fanden die eigentlich entscheidenden Gespräche zwischen der SS, dem Sicherheitsdienst und dem NKWD zum einen während der schon erwähnten Verhandlung im Schemschel statt, wo Hoffmeier und der Distriktgouverneur von Krakau, Otto Wächter, mit der sowjetischen Seite verhandelten. Wie der Völkische Beobachter gemeldet hatte, hatte Otto Wächter die sowjetische Delegation im Schemschel empfangen, wahrscheinlich, wie Brückner schrieb, schon am 1. Dezember. Nicht minder aufschlussreich waren aber die Angaben zur Abreise der sowjetischen Delegation. Dem, wie der Völkische Beobachter die Berliner Ausgabe mitteilte, ein kurzer Ausflug in die Berge der Hohen Tatra folgte. Also der Völkische Beobachter schrieb, danach nach Krakau fuhr die sowjetische Regierungsdelegation zu einem kurzen Ausflug in die Hohe Tatra. Allerdings erfuhren die Leserinnen des Völkischen Beobachter der Berliner Ausgabe nicht, was die Leserinnen der Besatzungspresse, konkret eben der Krakauer Zeitung, im Generalgouvernement erfuhren. Die sowjetische Delegation unternahm keinen harmlosen Ausflug in die Berge, sondern sie reiste nach Zakopane, einen zwar beliebten Winter- und Skiferienort in der Hohen Tatra, der allerdings schon in der Zweiten Polnischen Republik ein ganz wichtiger Militärstützpunkt gewesen war. Seit Kriegsbeginn befand sich in Zakopane eine Kaderschmiede des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei, in der deutsche, vor allem aber auch kollaborationswillige Ukrainer, Polen, Slowaken und Weißrussen in mehrmonatigen militärischen Lehrgängen sowohl nachrichtendienstlich als auch in Folter- und Verhörmethoden ausgebildet wurden. Im Zweiten Weltkrieg war Zakopane kein bloßer Bergkurort, sondern die Stadt war eine zentrale polizeiliche und geheimdienstliche Drehscheibe. Worüber während dieses Ausflugs der sowjetischen Regierungskommission, und hier habe ich ein Foto aus einem polnischen Archiv, worüber während des Ausflugs der sowjetischen Regierungskommission gesprochen wurde und welche Form der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Aktion in Zakopane abgesteckt, angeregt oder vereinbart worden, ist sehr wenig bekannt. Wir haben kaum Akten. Einiges kann man aus den deutschen Archiven erfahren zu den Inhalten dieser Treffen in Zakopane. Aber wichtig war es mir auch in meinen Forschungen zu zeigen und auch in dem Buch, dass diese sagenumwobenen und oftmals verrätselten Treffen tatsächlich stattgefunden haben und dass sie gar nicht so verrätselt sind, sondern dass sie einem pragmatischen Arbeitsverhältnis, so hatten es beide Seiten empfunden, folgten. Während nun Litwinow, Maslennikow und Arkadjew in Zakopane berieten, warteten Brückner und das rund 300 Personen umfassende Umsiedlungskommando an der Grenze. Brückner war ja immer noch nicht in die Sowjetunion gereist. Am frühen Morgen des 8. Dezember 1939, wenige Stunden nach der Abreise der sowjetischen Regierungsdelegation, war es dann soweit. Die deutsch-sowjetische Umsiedlungsaktion begann. Die Wagen rücken vor, wir sind in der Sowjetunion, schrieb Brückner. Rechts und links der Straße Posten der sowjetischen Armee unter Gewehr. Sehr gutes Menschenmaterial, darunter viele intelligente Gesichter, Haltung vollkommen einwandfrei. Brückner beschrieb den freundlichen und höflichen Empfang durch die Grenztruppen, die den Deutschen nicht mehr von der Seite wichen, aber, so schrieb er, höflich und ohne alle Schikanen die Zollkontrolle durchführten. Unsere Mannschaft
zum Teil zu eifrig, stellen ihre Koffer ohne weiteres in den Straßenschlamm. Gesucht wird wohl lediglich nach Waffen. Gefunden wird ein rostiger, nicht polnischer Kavalleriesäbel. Politischer Kommissar beschlagnahmt ihn begeistert. Durch Dolmetscher wird der leitende Beamte der sowjetischen Staatspolizei verständigt. Erst ernstes Gesicht, dann ist wohl Beutestück. Wahrscheinlich Säbel von Marschall Rutsch-Schmigur. Allgemeines Gelächter auf beiden Seiten. Situation ist gerettet. Corpus delicti darf passieren. Vielen Dank. Dass er für uns genug Material liefert zur Diskussion. Und ich werde Ihnen jetzt eine kleine Geschichte erzählen, damit Claudia ein bisschen Zeit hat, Luft zu holen, durchzuatmen, was zu trinken und sich ein bisschen zu sortieren, bevor wir dann zu den Fragen kommen. Am 19. Oktober 1939 schrieb der Protokollchef des Auswärtigen Amtes in Berlin, Alexander Freiherr von Dörnberg, an den deutschen Botschafter in Moskau, Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, einen auch in diplomatischen Kreisen eher ungewöhnlichen Brief. Bei der Festlegung der deutsch-sowjetischen Demarkationslinie im September 1939 habe der Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop während seines zweiten Besuchs in Moskau besonderen Wert darauf gelegt, dass das Suwalki-Gebiet in Deutschland falle, da in den Forsten von Augustowo kapitale Rothirsche lebten. Stalin habe diesem Wunsch mit der Bemerkung entsprochen, das Gebiet solle Deutschland wegen der guten Hirsche für den Reichsaußenminister zugesprochen werden. Allerdings, so reklamierte das Auswärtige Amt nun 3 Wochen später, habe sich herausgestellt, dass es dort gar keine Hirsche gibt und alle guten Jagdgebiete an die Sowjetunion gefallen seien. Daher wünsche der Herr Reichsaußenminister, eine entsprechende Jagdpacht in den Karpaten zu übernehmen, um dort Hirsche jagen zu können. Auch sehe der Minister darin den Vorteil, dass er durch Jagdbesuche in Russland in näheren Kontakt mit russischen Persönlichkeiten treten könne. Der deutsche Botschafter solle in dieser Sache bei Molotow oder Stalin vorstellig werden. Dass die verschwundenen Hirsche in Berlin gewisse Irritationen ausgelöst haben, ist eine bizarre Episode in einem ohnehin bizarren historischen Kontext. Dass in dem Brief ein latentes Misstrauen, ja fast schon eine Ahnung erkennbar wird, bei den Moskauer Verhandlungen vielleicht nicht nur in Jagdangelegenheiten betrogen worden zu sein, ist ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, mit welchem Herrschaftsverständnis das bis dahin polnische Staatsgebiet im August und September 1939 zwischen Berlin und Moskau regelrecht verschachert wurde. Es ist davon auszugehen, dass Ribbentrops Vorliebe für Rothirsche dabei allenfalls punktuell handlungsleitend war. Welche anderen Kriterien, Interessen und auch Argumente in dieser Zusammenarbeit zwischen Hitler und Stalin ausschlaggebend waren, als sie im August 1939 diesen Pakt schlossen und diesen dann in den nachfolgenden Wochen ja auch vertieften, diesem Thema, diesen bilateralen Verhandlungen, aber auch den Praktiken, so hat Claudia ja eben jetzt nochmal sehr deutlich gemacht, daran kann man sehen, dass diese wohl kalkulierte Kooperation keinem der Beteiligten aufgedrängt wurde. Moskau war unter Wahrung der eigenen Interessen in Ostpolen, im Baltikum, aber auch in Bessarabien zu dieser Zusammenarbeit bereit und Hitler sah wiederum die Chance, seine Expansionspläne in Osteuropa auf Kosten Polens durchzusetzen. Die bereits in den Verhandlungen erkennbare Win-Win-Situation bestätigte sich ja dann auch in der konkreten Durchführung. Entscheidend ist, dass Bevölkerungsaustausch von Anbeginn an zu den Kernprinzipien dieser Kooperation gehörte. Die Inbesitznahme diesseits und jenseits der etwa 1500 Kilometer langen Demarkationslinie
folgte in den nächsten Monaten zwar unterschiedlichen Staats- und auch Gesellschaftskonzepten, einerseits also die im östlichen Teil praktizierte Sowjetisierung, andererseits im westlichen Landesteil die vollzogene Germanisierung. Beide Territorialpolitiken beruhten auf der Vorstellung homogener Gesellschaften. Beide Territorialpolitiken hatten zum Ziel, das eroberte Gebiet dem eigenen Gesellschaftsmodell anzupassen bzw. es in dem eigenen Sinne neu zu ordnen. Dass durch Grenzziehung diese homogenen Räume nicht herstellbar waren, das war nicht nur allen von vornherein klar, sondern man wusste auch, was das für Konsequenzen hatte. Hunderttausende fielen diesem deutschen und dem sowjetischen Terror zum Opfer. Claudia hat diese mörderische Allianz nicht nur rekapituliert, nicht nur den chronologischen Ablauf, die administrative Organisation und gezeigt, wer da mit wem über was verhandelte, das kennen wir auch aus anderen Publikationen, sondern ich möchte hier besonders den Blick auf das vierte Kapitel, worauf du dich ja jetzt auch bezogen hast, lenken, nämlich was es konkret bedeutet hat, wenn im Zusatzprotokoll steht, Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa und die Herstellung von Ruhe und Ordnung und den dort lebenden Völkerschaften ein ihrer völkischen Eigenart entsprechendes friedliches Dasein zu sichern. Was so eine Formulierung bedeutet, das können wir anhand dessen, was die Praxis der Umsiedlung mit sich brachte, sehen. Und es gab eben, wie Claudia eben auch ausführte, verschiedene Formate der Zusammenarbeit. Da reisten Delegationen ins Generalgouvernement, da gab es Arbeitstreffen, da gab es Feierlichkeiten. Und trotzdem, das hast du ja auch immer wieder erwähnt, und ich komme jetzt zu meiner Frage, ist die Quellenlage ja ab einem gewissen Punkt dürftig oder schwierig, sagen wir es mal so. Was bedeutet, dass es eigentlich bei der Beurteilung auch, also wie weit ging diese Kooperation? Hat man sich informiert oder hat man beispielsweise auch bei bestimmten Aktionen zusammengearbeitet? Vertreibung, Abschiebung, Tötung, Fragezeichen. Also welche Quellen haben wir? Und welche Quellen gibt es vielleicht, die wir nicht oder nicht mehr einsehen können? Also das wäre ja auch interessant, hat es da in den 90er Jahren zum Beispiel mal eine Phase gegeben, wo man vielleicht hätte mehr erfahren können, was aber mittlerweile tatsächlich dann auch nicht mehr zugänglich ist. Erstmal. Erstmal, gut. Ja, dann vielen Dank für den Kommentar und vor allem für die Anekdote. Am Anfang auch mit Ribbentrop, ja, ein bisschen salopp, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Sie können das ja dann in dem Buch nachlesen, muss man schon sagen. Er hat sich an mehreren Stellen ganz schön über den Tisch ziehen lassen in Moskau, vor allen Dingen bei der zweiten Moskau-Reise. Also Stalin und Molotow haben mit Ribbentrop gemacht, was sie wollten, und er hat es auch nicht durchschaut, also gerade auch diese territorialen Fragen. Aber das nur als Ergänzung zu der Quellenlage. Soweit ich bisher Quellen bearbeiten konnte, würde ich sagen, dass sie sich gemäß den Vereinbarungen im Geheimzusatzprotokoll und gemäß den Vereinbarungen in den Protokollen zum Grenz- und Freundschaftsvertrag über diese beiderseitigen Aktionen informiert haben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ich habe zu der Annahme, dass sie auch gemeinsam getötet haben. Das muss ich ganz klar sagen. Dazu habe ich in den Quellen oder dafür habe ich in den Quellen keinerlei Hinweise gefunden. Und ich schreibe das ja auch in dem Buch. Ich habe die Vermutung, getötet hat dann lieber jeder für sich. Was aber nicht heißt, dass beide Seiten wussten, wovon der andere sprach, wenn er von Aktionen gegen den polnischen Widerstand gesprochen hat. Es gab Fälle,
nicht des gemeinsamen Tötens, aber des gleichzeitigen Tötens. Und das sind vor allen Dingen, die beschreibe ich auch, diese Fälle, das ist der Umgang mit den jüdischen Flüchtlingen, die dann im Dezember 1939, das ist ein wirklich auch nochmal sehr tragisches Kapitel dieser Zusammenarbeit, auch bewusst und intendiert, Hitler hatte dafür schon im September 1939 sein Okay gegeben, die bewusst versucht worden sind, aus den besetzten deutschen Gebieten Polens dann rüber über die Demarkationslinie und über die Grenze auf das sowjetische Staatsgebiet sie zu treiben. Also es gibt Erinnerungen von einigen, die das überlebt haben, vor allen Dingen der NISCO-Aktion, also der Deportation österreichischer Juden, die nach dem Krieg zurückkehren konnten, die das beschreiben, wie sie von der SS über die Grenze getrieben worden sind und dann eigentlich nur wählen konnten oder ja, wählen konnten, von wem sie sozusagen erschossen werden, weil auch auf der sowjetischen Seite, da war es zu dem Zeitpunkt schon Staatsgebiet, die NKWD-Grenztruppen zurückgeschossen haben und teilweise viele der jüdischen Flüchtlinge elendig in den Flüssen ertrunken sind und dort niedergeschossen wurden. Die Quellen gibt es. Die sind auch von einer US-amerikanischen Holocaust-Forscherin, Elaine Adler, sehr gut aufgearbeitet in den letzten Jahren. Also da war ich auch gar nicht die Erste, die sich damit beschäftigt hat. Ohnehin, Sheila Fitzpatrick hat vor einem Jahr, glaube ich, ein Sammelband auch dazu veröffentlicht, ist dieses Schicksal der jüdischen Flüchtlinge an der deutsch-sowjetischen Grenze ein Forschungsthema, mit dem sich auch die Holocaust-Forschung zunehmend beschäftigt. Also da, ja, da gibt es zumindest ein zeitgleiches Töten und es gibt dann auch die Proteste der sowjetischen Regierung an die deutsche Regierung, damit aufzuhören. Also nicht mehr die jüdischen Flüchtlinge gewaltsam über die Grenze zu treiben. Und es gibt, ja, ich habe sie kurz erwähnt, Otto Wächter ist auf deutscher Seite der Vorsitzende, die deutsch-sowjetische Flüchtlingskommission, die wird im Dezember 1939 schon angedacht. Sie arbeitet eigentlich dann erst im April, Mai 1940. Inwiefern, und dann bin ich bei deinem nächsten Aspekt, inwiefern sich in den Quellen dieser Flüchtlingskommission noch Hinweise auf gemeinsames Töten oder auch koordinierte Aktionen verbergen, vermag ich nicht so zu sagen. Weil ich auch selbst noch nicht alle Akten dieser deutsch-sowjetischen Flüchtlingskommission gesehen habe. Und einige davon, also ich bin überhaupt erst über die Akten im Auswärtigen Amt zu dieser Flüchtlingskommission gekommen, da liegt noch ein ganzer Quellenkorpus halt hier in Berlin, wahrscheinlich auch in Moskau, aber da komme ich nicht ran. Das ist ein guter Übergang zu meiner zweiten Frage, zu meinem zweiten Aspekt, was ich eher auf die deutsche Seite bezieht, und zwar, das klang ja eben in deiner Antwort schon an, der Zusammenhang dieser Umsiedlungsaktion und Flüchtlingsaktion zum, das was wir gemeinhin Holocaust nennen, weil wenn man sich das nochmal deutlich vor Augen führt, ist ja die Umsiedlung der Volksdeutschen aus dem sowjetisch besetzten ehemaligen polnischen Staatsgebiet unmittelbar damit verbunden, mit dem, was wir an Vertreibung, an Umsiedlungs- und auch dann letztlich zunächst als Ghettoisierungspolitik und später dann auch als Vernichtung haben, nämlich das Hin- und Herschieben zwischen den Teilen, die ins Deutsche Reich eingegliedert werden, und dem Generalgouvernement. Und das heißt ja, das betrifft also diese Verklammerung von Umsiedlung, Aussiedlung, Vertreibung, Ghettoisierung, was vor allen Dingen dann die jüdische Bevölkerung oder die polnischen Juden betrifft, zeigt sich ja in dieser Phase zwischen 1. September 1939 und 22. Juni 1941. Also das ist ja nicht nur irgendeine Voraussetzung für das, was danach passiert, sondern ich würde sagen, es ist auch nicht nur der Auftakt, sondern das ist tatsächlich etwas, wo ja der Versuch von deutscher Seite durch Bevölkerungsaustausch
homogene Räume herzustellen, scheitert und aus diesem Scheitern heraus eine Radikalisierungsphase einsetzt ab Herbst, Winter 41, wo man sagen kann, also mit auch nach dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, aber letztlich auch schon vorher, dass eben ganz klar ist, und das ist ja auch das Argument von Frank im Generalgouvernement, die Deportation zwischen Wartegau und Generalgouvernement, das muss alles abgebrochen werden, die Ghettoisierung beginnt, der Druck von unten steigt, zu sagen, wir können hier so nicht mehr weitermachen, und in dem Moment ein Handlungsklima entsteht, in dem eine genozidale Lösung ja nahezu als unvermeidlich dasteht. Und dieser Übergang, der ist ja doch letztlich, ich sag mal etwas provokant, auch mit dem Hitler-Stalin-Pakt verknüpft. Oder würdest du das so weit nicht sehen wollen? Ich würde es ehrlich gesagt genauso sehen wollen und ich könnte es gar nicht besser formulieren. Insofern kann ich jetzt das gar nicht weiter ausführen, aber was ich, ja, ich kann dir da nur zustimmen und würde dafür plädieren, dass wir eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, diese Zeit von 1939 bis 1941 nicht nur als Auftakt eben betrachten. Also ich würde diese teleologische Sichtweise mir gar nicht so sehr zu eigen machen wollen. Also das ist ein Auftakt und dann ist es nur der Auftakt zum Vernichtungskrieg, der dann stattfindet, sondern das sind eben dieses Ineinandergreifen oder diese Verflechtung auch, so nenne ich das ja, von ganz unterschiedlichen Gewaltdynamiken, von Chaos. Also es gibt die ideologische Begründung und es gibt das Flüchtlingschaos und das Umsiedlungschaos vor Ort, weil genau diese homogenen Räume, die geschaffen werden sollen, das hast du auch gesagt, das funktioniert von Anfang an nicht. Mhm. Schon die Definition von Volksdeutsch, die man da aufgestellt hat, also 4 Großelternteile müssen deutscher Abstammung sein, 3 von 4 müssen deutscher Abstammung sein, Großelternteil darf nicht deutscher Abstammung sein und die Sprache ist ein Kriterium zu definieren, wer kommt als Volksdeutscher auf die Umsiedlungslisten. Dann schreiben diese Akteure, deren Berichte ich gelesen habe, ganz häufig, was sollen wir noch machen? Die Volksdeutschen, bei denen die Abstammung stimmt, die sprechen gar kein Deutsch. Die Polen sprechen viel besser Deutsch. Und es werden natürlich, und es entsteht, auch das ist bekannt und in den Akten nachzulesen, es entsteht, auch das fand ich dann ganz spannend zu heute, das ist eine Logik von Flucht und Migration, es entsteht eine Fälschungsindustrie. Also protestantische Pfarrer in Wolhynien fälschen Pässe, fälschen Abstammungsurkunden, damit man den volksdeutschen Nachweis erbringen kann. Also es gibt einen Pfarrer, der darüber schreibt, wie viel er anstellt, um diese Abstammungsurkunden zu fälschen, für diejenigen, die aus dem sowjetischen Besatzungsgebiet rüber in das deutsche Besatzungsgebiet wollen. Also das scheitert von Beginn an, dann versucht die deutsche Seite zu sagen, okay, das mit den Volksdeutschen haut nicht hin, wir machen jetzt mal eine neue Kategorie auf, das sind die versprengten Volksdeutschen. Das geht aber natürlich genauso schief und man ist heillos überfordert, man in den Lagern, es klappt nicht, die Züge klappen nicht, es ist ein eisiger Winter, die bleiben auf der Strecke. Und ich würde auch sagen, schauen wir uns mal diese Gewaltdynamiken an, die dort entstehen. Und es gibt ja tatsächlich am Anfang die Überlegung, nicht nur auf der hohen politischen Ebene, wir lösen dieses Problem mit den jüdischen Flüchtlingen, die schieben wir alle rüber in die Sowjetunion. Und in dem Moment, in dem die Sowjetunion sagt, nein, machen wir nicht, wir nehmen sie nicht auf. Und das sagen sie auch bei der Flüchtlingskommission, als es da um den Austausch geht, dann gibt es ein zunehmendes Problem im Generalgouvernement. Und da entstehen genozidale Strukturen. Ganz klar. Josef Goebbels hat in seinem Tagebuch diese Phase der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit und auch der deutschen Ordnungspolitik in Anführungszeichen kommentiert. Himmler verschiebt augenblicklich die Völker, nicht immer mit Erfolg. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Übergang zu unserer Diskussion sein kann. Und ja, Sie haben Gelegenheit, jede Menge Fragen
alles loszuwerden, was sich jetzt in letzter Zeit aufgestaut hat. Und ich würde mal sagen, Susan Nyman hat das erste Wort. Dankeschön, Claudio. Das war sehr erhellend. Mich interessiert ganz besonders diese beiderseitige Beteuerung, dass man die alte Freundschaft zwischen Nationen aufnehmen wollte bei Beibehaltung der entgegengesetzten Ideologien oder unterschiedlicher Ideologien. Also ist das verlogen? Und wenn es nicht verlogen ist, ich versuche zu verstehen, einfach wie das ging, psychologisch, philosophisch. Wie kann man diese beiden, ich meine, das sind zwei völlig entgegengesetzte Haltungen. Wie kann man beides gleichzeitig aufrechterhalten? Wie haben Sie gemacht? Also sowohl von deutscher wie von sowjetischer Seite. Ja, funktioniert ja nicht ganz. Also diese Trennung, die man sich beide Seiten vornehmen. Also wir machen hier ein ganz geopolitischen Interessen getragenes Zweckbündnis. So. Und wir bleiben, und ideologisch bleiben wir Feinde. Also jeder darf seine Ideologie weitermachen. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja auch in den Berichten, in den Verhandlungen immer zu sehen. Also die Propaganda hört natürlich auf, klar, das kennen wir ja aus den Berichten, aber dieses Misstrauen und auch ideologisch geprägte Stereotype findet man, ich habe nun mehr die gelesen, vor allen Dingen ja auch in den deutschen Berichten des SS-Personals. Das gelingt nicht ganz. Aber es gelingt doch erstaunlich gut. Und man kann dieses pragmatische Arbeitsverhältnis herstellen. Ich glaube, dass also es handelt sich um gewaltbereite Diktaturen, die sich in ihrem Gewaltverständnis durchaus entsprochen haben. Da liegen sie gar nicht so weit auseinander. Also das funktioniert ja ganz gut. Und tatsächlich ist es so, oder ich bin dann so daran gegangen, dass ich mir gedacht habe, wir haben diesen Hitler-Stalin-Pakt ja vor allen Dingen auch bisher immer ideologisch betrachtet. Also daher kam auch diese Verwunderung, wie konnten die eigentlich? Natürlich konnten die. Also Hitler war an dem Einmarsch in Polen interessiert und Stalin war daran interessiert, möglichst ohne Krieg so viel wie möglich Territorien zu gewinnen. Also es gibt verschiedene Ebenen, die man betrachten muss. Das verstehe ich und ja. Die Diskussion kenne ich ein bisschen. Ja. Es war nur dein Hinweis auf altbewahrte Freundschaften zwischen den Nationen, was für mich neu war. Ach so. Ja, also Sie beschwören immer diese alte historische Freundschaft. Wenn man Zeitungen liest, wie eben das Schwarze Korps und so von den SS-Schutzstaffeln, dann häufen sich zu diesem Zeitpunkt die Berichte über die uralte deutsch-russische gemeinsame Geschichte, die historische Freundschaft und so. Aber auch Goebbels schreibt schon in seinen Tagebüchern, weil du ihn gerade zitierst, naja, das müssen wir mal ein bisschen stoppen. Das ist so viel. Dem ist das nicht ganz geheuer. Es ist eher Ribbentrop und es ist bezeichnenderweise wirklich die SS, die sehr gut mit diesen Freundschaftsbekundungen leben kann. Goebbels findet das gar nicht so spannend und hält sich da eher zurück. Also es steht auch diesem Pakt sehr kritisch gegenüber. Aber ja, man macht das aus propagandistischen Gründen. Also es gibt ja auch dann verschiedene Filme und Kulturaustausche. Ja. Ich habe da hinten eine Wortmeldung. Ja. Ich habe nur eine ganz kurze Frage zu dem Herrn Litvinov. Wenn der mehrmals an so herausragender Stelle war, wo er auch Verträge mit abgeschlossen oder unterzeichnet hat oder als Botschafter, dann müsste es doch auch Unterschriften von ihm geben. Also man braucht dann nur die Unterschriften graphologisch zu untersuchen und zu sehen, ob das die gleiche Person ist. Ja, das stimmt. Ich habe diese Verträge allerdings bei Helmut Hecker aus der gedruckten Form. Also ohne die Unterschriften. Aber dann müsste es ja vielleicht noch Originale geben. Ja.
müsste. Das ist, darf ich nur sagen, ein spannendes Kapitel. Also ich habe diese Litwinow-Geschichte auch mit reingenommen, weil ich auch die Sicht auf Litwinow nochmal kritisch hinterfragen wollte. Weil Litwinow wird häufig dargestellt als der große Antipode zu Molotow, der eben die Annäherung an die westlichen Demokratien befürwortet. Aber es ist Litwinow, der 1933 noch als Außenkommissar nach Berlin reist und sagt, ist jetzt okay, auch wenn Hitler an die Macht gekommen ist, wir wollen weiterhin gute Beziehungen zu Berlin haben. Und es ist Litwinow, der 1938 auch mit von der Schulenburg vereinbart, dass man die Propaganda jetzt runterfährt, also schon auf dem Weg zum Hitler-Stalin-Pakt. Also Litwinow ist nicht der große Widerstandsgeist. Meine Frage zielt eigentlich nur auf, ich will mehr Information. In dem Fall war ich besonders beeindruckt bei den ganzen Zitaten von dir aus der Krakauer Zeitung, aus dem Völkischen Beobachter, mit welcher Offenheit damit umgegangen wird. Und die Frage, die ich dazu hätte, ist die nach der Gegenseite. Gibt es vergleichbare sowjetische Publikationen? Und wenn ja, was ist dort der Tenor? Ja, also die sowjetische Seite ist, kann ich vielleicht so generell sagen, etwas zurückhaltender. So. Das ist sie ja bereits, und ich glaube, das ist auch eine politische Zielsetzung, eine politische Vorgabe besser gesagt, schon in den Augusttagen, in denen ja Ribbentrop an den Nichtangriffsvertrag diese Freundschaftspräambel oder dieser Freundschaftspräambel voranstellen kann und Stalin sagt, nee, also viel nüchterner, keine Freundschaftspräambel, sowas will ich nicht. Gleichwohl berichtet aber auch Pravda und Izvestia, aber viel nüchterner, nur in Informationen. Also da habe ich auch in der Pravda einen Hinweis auf diese Delegation gefunden, aber lange nicht mit diesen ganzen Zakopane und Tatra und so. Am ausführlichsten dort ist wirklich die deutsche Besatzungspresse im Generalgouvernement, nicht mal der Völkische Beobachter, sondern die Krakau. Aber das ist einfach, weil die liegen ja hier in Berlin. Also im Westhafen kann man sich die ja anschauen. Man muss natürlich auch bedenken, dass Stalin natürlich schon auch die Dinge insofern betrachtet hat, zu sagen, ich kann nur so weit gehen, dass ich vielleicht auch irgendwann wieder die Fronten wechseln kann. Also deswegen hat er ja auch in den Verhandlungen gar nicht darauf bestanden, zum Beispiel in so polnische Kerngebiete tatsächlich, das war überhaupt nicht, weil dann klar war, dann wäre es mit dem Westen nie wieder, also hätte er nie die Fronten wechseln können. Und das ist schon ein Kalkül zu sehen. Also wir gehen dieses Bündnis ein, aber wir fahren das viel, viel stärker runter. Also besetzen das, pushen das nicht so. Genau, hoch, pushen das nicht so. Und ich glaube, darum habe ich das auch zitiert, dieser Talleyrand zugeschriebene Ausspruch, Verrat ist eine Frage des Datums, damit haben beide Seiten. Vielen Dank, Claudia. Wie es der Planungszufall will, haben wir übermorgen hier einen Vortrag, der eigentlich perfekt komplementär ist zu deinem, nämlich von Andrzej Leder aus Warschau über sein Buch Przeszczenna Rewolucja. Und da geht es im Prinzip darum, dass die sozusagen gewalttätigen Umwälzungen in Polen, die durch die beiden Besatzungsmächte verursacht wurden, für die polnische Gesellschaft so etwas wie eine Sozialrevolution darstellten. Weil sie nämlich zum einen die jüdische Mittelschicht liquidierten und zum anderen die Gutsbesitzer dann etwas später. Und er argumentiert sehr überzeugt und sehr interessant, was das für langfristige Auswirkungen hatte eben auf die polnische Gesellschaft, obwohl die aktiv nicht daran beteiligt war. Und ich wollte das zum Anlass nehmen, auf zwei Sachen zurückzukommen, die du erwähnt hast, nämlich ganz am Anfang, dass das ja eigentlich nur ein Auftakt ist für deine Forschung und dass es noch sehr viel mehr dazu zu recherchieren gibt. Und zum anderen das mit der Verflechtungsgeschichte. Also was mich an dem Buch unter anderem sehr beeindruckt hat, neben den Umsiedlungskommissionen und so weiter, das ist, wie prägnant du schilderst, wie eigentlich diese Zusammenarbeit dem jeweils anderen die Gewalttaten und die Kriegshandlungen ermöglicht hat. Ja? Also sozusagen Stalin hat, verkürzt gesagt, Hitler den Rücken freigehalten, damit er Westeuropa besetzen kann. Selbst wenn man sich Katyn ansieht, dann gibt es sozusagen eine Mitschuld des Nazi-Regimes, denn es hätte ja die Möglichkeit gegeben, die in Polen
wiederholen zu lassen oder aufzunehmen. Ja? Und ich frage mich, ob es möglich wäre, in der weiteren Forschung, also ob das die Quellen hergeben, diese Verflechtungsgeschichte noch zum Beispiel um eine polnische und um eine ukrainische Perspektive zu erweitern. Also nicht nur darüber zu schreiben, wie sozusagen die beiden totalitären Regime einander willentlich oder unwillentlich geholfen haben, ihre jeweiligen Ziele zumindest zeitweise umzusetzen, sondern wie das auch bestimmte Veränderungen bewirkt hat, zum Beispiel in der polnischen Gesellschaft, in der sowjetisch-ukrainischen, belarussischen Gesellschaft. Und was man da anstellen kann mit den polnischen Quellen, also da denke ich eher so an Ego-Dokumente, Tagebuchaufzeichnungen und so weiter, und die ukrainischen Archive, die du kurz erwähnt hast, wo ich auch vor kurzem einen Monat verbracht habe, die aber in diesem Buch nicht wirklich zur Sprache kommen, es sei denn, ich habe was überlesen. Und da sind ja zum Beispiel die ganzen NKWD-Bestände vollkommen offen. Hast du da schon Ansatzpunkte, irgendwas zu finden oder eben auch von der ukrainisch-nationalistischen Seite? Also könnte man das Ganze sozusagen nochmal größer aufspannen und erzählen als so eine Art transnationale Verflechtungsgeschichte, nicht nur zwischen den beiden Großen, sondern auch mit den Kleinen mitgedacht? Ja, ich glaube, das könnte man ganz sicher. Also das, was du jetzt beschreibst, in diese Richtung zu gehen, einer transnationalen Verflechtungsgeschichte, das versuche ich, aber ich muss ja noch die Anträge schreiben und so, um das Geld zu bekommen. Das versuche ich zusammen, ich erwähne sie ja hier mit Olga Radchenko, der ukrainischen Historikerin, am Beispiel eben eher dieser Flüchtlingsgeschichten. Also uns an nochmal genauer die Deutsche Sowjetische Flüchtlingskommission anzuschauen und zu schauen nach den Auswirkungen auf die ukrainischen, auf die polnischen, auf die jüdischen Flüchtlinge. Wie arbeiten die da zusammen in dieser Flüchtlingskommission? Aber all das, was du jetzt entwirfst, könnte man natürlich machen. Also das habe ich ja auch ganz deutlich gesagt in dem Buch. Das ist eine Anregung und dann in dem Sinne doch ein Auftakt. Also man kann da noch ganz viel draus machen. Natürlich auch nochmal gucken mit den ukrainischen Nationalisten, das ist ja spannend. Also die werden ja in Zakopane ausgebildet. Nicht? Und dann ist aber die sowjetische Regierungsdelegation auch in Zakopane. Und es gibt ja diese riesige ukrainische Community in Krakau. Und dann könnte man nochmal schauen, wie reagieren die auf... Wie reagieren auf diese Zusammenarbeit und auf die sowjetische, also auf die sowjetische Reisen dort. Aber es gibt x Themen. Also ein Buch, was ich gern noch schreiben würde, wäre auch, ist auch hier im Buch drin, ich habe es heute gar nicht erwähnt, die Geschichte dieser deutsch-sowjetischen Fluggesellschaft, der Deroluft. Finde ich hochspannend. Und also, dass es seit 1921 diese deutsch-sowjetische Fluggesellschaft gab, die eben 1933 nicht aufhören zu fliegen. Die ganz im Gegenteil 1935 bis 1937 das höchste Passagieraufkommen haben zwischen Berlin und Moskau. Also auch unsere Wahrnehmung nach 1933 gehen die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin, kommen die zum Stillstand, stimmt einfach nicht. Die Fluggesellschaft fliegt fleißig und es wäre spannend zu schauen, wer da hin und her fliegt, gerade in den späten 30er Jahren. Also gibt da noch viel zu tun. Warten Sie bitte aufs Mikro, sonst kann man Sie schlecht verstehen. Ich habe eine Frage zum Gesamtzusammenhang. Sie haben sehr großes Gewicht gelegt in Ihrem Vortrag auf die Zusammenarbeit beider Seiten in Fragen Flüchtlingsaustausch, Bevölkerungsaustausch. Aber das Ganze ist ja wohl auch als einen Annäherungsversuch im weitaus größeren Maßstab zu sehen. Also ein Art Freundschaftsvertrag wurde ja auch geschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der wiederum muss ja auch kulturelle, wirtschaftliche Aspekte gehabt haben. Wie zum Beispiel war das Grenzregime geregelt? Gab es da viele Übergänge über diese neue Grenze hinweg? Gab es da einen geregelten Wirtschaftsaustausch, der dann eher die Sowjetunion und das Deutsche Reich betraf, als vielleicht die beiden polnischen jeweils besetzten Gebiete? Und dann noch eine Zusatzfrage vielleicht, wer war unehrlicher? Eben wurde ja erwähnt, dass die Sowjetunion auch Stalin sich die Möglichkeit aufrechterhielt, diesen Vertrag auch irgendwann zu beenden und über das Deutsche Reich herzufallen. Ich hatte bisher immer den Eindruck, es war eher umgekehrt, dass die deutsche Seite diesen mentalen Vorbehalt hatte und lieber heute als morgen über die Sowjetunion herfallen würde. Also wie hat diese Unehrlichkeit Einfluss auf diesen
diese Vertragsgestaltung, die ja andererseits wiederum im Gegensatz dazu offenbar relativ breit angelegt, auf eine breite Zusammenarbeit angelegt war. Wie sind diese beiden Strömungen zu verstehen, den anderen möglichst schnell kaputt zu machen, aber dann auf der anderen Seite doch eine Hoffnung auf Zusammenarbeit und Stabilität dieser Ostgrenze zu legen? Gut, ja, vielen Dank für diese Fragen, die auch schon ganz ähnlich wie Mischas Frage auch auf ein weiteres Forschungsdesign hinweisen. Zu den Wirtschaftsbeziehungen, habe ich nur relativ kurz erwähnt in diesem Buch, dazu ist auch schon ein Buch erschienen, zu den deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen in dieser Zeit. Ja, die hat es gegeben, klar, und natürlich werden auch über die sowjetischen Rohstofflieferungen, wird auch Hitlers Westfeldzug finanziert und ermöglicht, also nicht nur finanziert, sondern ermöglicht, das ist ganz klar. Die Fragen zu dem Grenzregime, das ist nämlich auch noch ein relativ unbehandeltes Kapitel. Also ich habe mich für dieses kleine Buch, das war vorher, muss ich etwas entschuldigend sagen, mit dem Verlag so festgelegt, 280 Seiten, dann Schluss und so. Daher habe ich es nur erwähnt und mit einem Foto auch belegt. Das ist eine spannende Frage. Wer bestimmt, also die sind ja festgelegt in den Abkommen, wo die Grenzübergänge sind, wie werden die aber gestaltet? Wie ist das mit diesen Grenzfehlen? Wer baut die eigentlich auf? Wie gestaltet sich das mit der Bevölkerung vor Ort? Also wie wird genau diese Grenze, die man im Grenz- und Freundschaftsvertrag festlegt, wie wird die in die Tat gesetzt? Wie wird die realisiert? Eine hochspannende Frage. Wir wissen noch nicht mal genau, wer eigentlich von der sowjetischen Seite in dieser deutsch-sowjetischen Grenzkommission war. Also die deutsche Seite wurde sie geleitet von Andor Henke, der auch bei den Verhandlungen im September 28 mit in Moskau war. Aber auch da ist so viel noch im Argen. Also, und ich habe im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes auch Zeichnungen gesehen, wie diese Grenzfehler auszusehen haben, also eben mit Hammer und Sichel und Hakenkreuz und so. Also da kann man noch ein ganzes Buch drüber schreiben, gerade nur über diese Grenzfrage, also wie wird die Grenze eigentlich geschaffen. Ach, mit der Unehrlichkeit, ich würde einfach, also beide sprechen im Vorfeld ja davon, den anderen über den Tisch zu ziehen, das ist so überliefert, etwas anekdotisch. Wie? Das ist ja legitim. Ja, aber wer dann das gegenseitig ist. Ja, wer, das beide sind davon ausgegangen, dass nicht mit offenen Karten gespielt wird. Vielleicht kann man sich so am besten, aber ich kann jetzt nicht, wer war unehrlicher, das ist eine Frage, die ich so nicht zu beantworten vermag. Ich würde gerne zu der Grenzziehung, also wenn man sich die Akten hier im Auswärtigen Amt anschaut zu den Grenzkommissionen, da wurde natürlich im Detail auch noch geschachert, also dass man versuchte, die Grenze vielleicht doch nochmal so, damit man irgendwie sozusagen das Industriegebiet oder die Ressource oder das zur einen oder anderen Seite fiel, auch je nachdem, welche Bevölkerungen dann in den Gebieten waren, zu sagen, also zumindest die deutsche Seite wollte immer gerne noch ganz viele Korrekturen und die sowjetische Seite hat immer gesagt, nein, wir haben das jetzt einmal sozusagen per Strich auf der Karte festgelegt und so ist es. Also da merkt man auch, dass für die sowjetische Seite ist es völlig irrelevant, wer da lebt und welchen sozusagen nationalen oder ethnischen Gruppen, das, sondern zu sagen, das wird so gemacht und dann haut man da Fehler rein und das war's. Das ist auch der Unterschied für die Sowjetunion, war das eine Staatsgrenze. Es war sofort das Verständnis, dass die Staatsgrenze nach Westen verschoben wird. Für die deutsche Seite ist das keine Staatsgrenze, sondern es ist eine Interessensphäre. Genau. Das Generalgouvernement ist kein Reichsgebiet. Es ist ein ganz anderes Verständnis von Territorialität, während es für die Sowjetunion klar war, es ist eine Staatsgrenze und relativ bald werden die dort leben, sowjetische Staatsbürger und werden dann eben auch nach all den Gesetzmäßigkeiten, man könnte sagen, so gesäubert wie im Rest der Sowjetunion auch. Also das muss man einfach so sehen. Wir haben da noch eine Frage. Auch ich habe noch eine Frage. Wenn dieser Pakt tatsächlich als eine auf Zeit gegolten hat für beide Seiten, ja, und sie sich ja doch letztlich auf ihren gigantischen Endkampf vorbereitet haben, dann ist ja letztlich alles egal, wo welche Hirsche stehen oder wer wen über den Tisch gezogen hat, spielt ja dann überhaupt keine Rolle mehr. Glauben Sie, dass sie sich wirklich beide oder einer von beiden dauerhaft auf eine friedliche Koexistenz eingelassen haben und an die geglaubt haben oder dass es nicht doch einfach nur ein Pakt war, der halt letztlich auf den 21. Juni 1941
zulaufen musste. Ja, jetzt rutschen wir ein bisschen ins Reich der kontrafaktischen Geschichte und der Spekulation. Ich würde erst mal sagen, dass die Geschichte zwangsläufig auf den 22. Juni 1941 zulaufen musste, widerspricht meinem Geschichtsverständnis. Geschichtskontingent, also oder Zukunftskontingent. Und das war überhaupt nicht klar am 23. August 1939. Am 23. August 1939 war noch nicht mal klar, wie die Westmächte darauf reagieren würden. Also ein Grund dafür, warum Stalin bis zum 17. September gewartet hat mit dem Einmarsch in Polen. Also insofern ist es eher eine Geschichte, die man wirklich von Situation zu Situation, von Stück zu Stück sich genau angucken muss. Wenn, dann könnte ich, das habe ich auch mit dieser einen Kapitelüberschrift so ein bisschen angedeutet, noch am ehesten auf der sowjetischen Seite die Hoffnung sehen, dass es sich doch zu einem dauerhaften Bündnis entwickeln könnte. Weniger auf der deutschen Seite, weil natürlich auch ideologisch eine bestimmte Richtung vorgegeben war, auch politisch. Aber das ist ein, also es ist ein Bündnis, das in diesen Augusttagen funktioniert. Und auch dafür gibt es ja Gründe, warum es funktioniert. Ein Grund ist natürlich, dass Großbritannien und Frankreich mit den Garantieerklärungen an Polen den politischen Spielraum für die Westmächte gegenüber Hitler verkleinert haben. Also während Hitler über Schnurre und über die Unterhändler Osteuropa auf dem Silbertablett präsentieren kann und zu Stalin sagen kann, ich kann dir Osteuropa bieten, lass es uns teilen, ist das London und Paris in dem Moment nicht mehr möglich. Also ich finde es viel spannender, wirklich nach diesen Schritten zu schauen, was passiert und wie sind die Situationen und wie offen sind diese Situationen als theologisch. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen. Ich würde die gerne zusammenfassen. Ja, ich rede auch so lange. Und ich bitte um kurze Fragen und dann eine Antwort. Okay. Muss nicht kurz sein, aber okay. Sie sind dran. Genau. Meine Frage bezieht sich auf die Demarkationslinie in diesem Hitler-Stalin-Pakt. Und zwar im Vergleich zu zwei anderen Grenzen. Erstens, wie unterscheidet sich diese Demarkationslinie von jener Friedens- oder von jener Grenze, die 1918 in den Pariser Friedensverhandlungen zwischen dem neu entstandenen Polen und der Ukraine und Weißrussland festgelegt wird? Diese Grenze heißt doch Körsenlein. Die Körsenlein. Wie unterscheidet die sich? Und zweitens, wie unterscheidet sich diese Demarkationslinie von der Nachkriegsgrenze zwischen also den westlichen Sowjetrepubliken und Polen im Hinblick auf die 1944 stattgefundene Troika-Konferenz zwischen Stalin und Churchill, bei der 1970 bekannt geworden, beide sich Osteuropa aufgeteilt haben. Percentage Agreement. Okay. Okay. Zwei Reihen dahinter. Also vieles ist schon gesagt worden. Ich würde noch ein ganz kleines bisschen nachbohren bei dieser eigentlich super spannenden und immer wieder gestellten Frage, wie ernst die beiden Seiten dieses Abkommen gemeint haben. Ich finde, was ich heute Abend gehört habe, spricht für mich, sind Indizien, die auch dafür sprechen, dass sich beide Seiten eine jedenfalls längere Dauer dieser Phase der Kooperation, des sich also Zusammenlebens also vorstellen konnten. Und wenn man den Eindruck hat, vielleicht war auf der deutschen Seite das nicht so stark, dann muss man denken, dass eigentlich das Interesse von Nazi-Deutschland eigentlich größer war im Augenblick, weil sie konnten ja nicht wissen, dass im nächsten Jahr in 6 Wochen es gelingen würde, Frankreich zu besiegen. Und das war ja
vollkommen jenseits aller Fantasien vermutlich der damaligen Akteure, sodass es auch für die Nazi-Regierung damals so gewesen sein muss. Das könnte ein längeres Problem sein, dass wir auf zwei Fronten mit Gegnern zu tun haben. Was auch ein Argument für mich wäre, zu vermuten oder es plausibel zu finden, dass dort auch eine längere Dauer der Kooperation ins Auge gefasst worden ist. Also habe ich da jetzt, bin ich da jetzt einseitig und habe ich da eine Brille auf oder haben wir wirklich etliche Indizien gehört, die dafür sprechen, dass beide Seiten eher einen längeren Zeitraum, nicht von ein paar Monaten, sondern vielleicht von vielen Jahren im Auge hatten. Okay. Ich wollte nach dem Begriff Flüchtlinge fragen, denn es sollte sich doch nach dem Hitler-Stalin-Pakt um eine Umsiedlung, wenn nicht vielleicht sogar freiwillig, also wer nicht wollte, warum taucht dann dieser Begriff auf, den wir anders verstehen und welche Flüchtlingsströme gab es dann sozusagen? Das habe ich nicht verstanden. Okay, darf ich noch eine vierte kurz dazu nehmen? Okay, gut, hier vorne. Warten Sie aufs Mikro bitte, das wäre sehr gut. Super. Ich fand besonders interessant Ihre Hinweise über die Radikalisierung der Nazi-Politik. Ich habe auch noch nie etwas vorher gehört gehabt von den Flüchtlingen, die in Richtung Sowjetunion über die Grenze getrieben wurden. Können Sie das noch irgendwie weiter erläutern? Denn das ist ja so einer der typischen Punkte, dass die Rassenpolitik, die an dem Holocaust mündete, ja langsame Radikalisierungsschritte kannte. Ja, also dann fange ich am besten vielleicht mit den letzten beiden Fragen an. Zu der Radikalisierung und auch zu dem Begriff der Flüchtlinge vielleicht. Also mit der Grenzziehung und mit dem Einmarsch von beiden Seiten sind natürlich große Flüchtlingsbewegungen ausgelöst worden, die nicht, und das sind eben nicht die Volksdeutsche, es sind nicht diejenigen, die in diesem Umsiedlungsabkommen oder die über dieses Umsiedlungsabkommen eben ausgetauscht werden sollen, sondern es sind Personen, vor allen Dingen auch polnische Juden, aber eben auch Polen, die versuchen, es gibt große Migrationsbewegungen, einmal aus Angst vor den einmarschierenden Deutschen in Richtung Sowjetunion, aber eben auch dann interessanterweise wieder umgekehrt. Also es gibt natürlich auch, wenn die Rote Armee einmarschiert, Ukrainer, die dann eben keine Volksdeutschen sind, sondern als Ukrainer das deutsche Besatzungsgebiet wollen. Es gibt viele Polen, sie wollen auch teilweise wieder zurück. Also diejenigen, die aus dem deutschen Besatzungsgebiet in die Sowjetunion geflohen sind, stellen dort fest, dass es ihnen nicht gefällt, dass sie elendig hausen. Es gibt Berichte über die Flüchtlingslage im Przemyśl, die dann wieder zurück wollen, teilweise nicht zurück können. Und dann beschließt relativ zeitig eben im Dezember 1939, beschließen beide Seiten, dass sie diesem Flüchtlingschaos, also auch diese, es gibt Schleuser, die dann eben die Flüchtlinge nachts auch über die Flüsse bringen und dabei auch natürlich betrügen und so. Es sind spannende und sehr tragische Geschichten versuchen beide Seiten schon im Dezember 1939 zu sagen, wir müssen diesem Flüchtlingschaos irgendwie Herr werden und setzen dann diese Flüchtlingskommission ein, die dazu führt, dass die deutsche Seite 60.000 Flüchtlinge von der Sowjetunion aufnehmen soll und die sowjetische Seite 14.000 aus dem Generalgouvernement. Also auch da gibt es nochmal einen zahlenmäßig großen Unterschied. Aber ja, ich muss noch mal bei Ihrer Frage, also insofern, die benutzen den Begriff der Flüchtlinge und es ist zeitgleich und es sind nicht die Personen, die mit der Umsiedlung gemeint sind. Ja, habe ich Ihre Frage damit schon, ich bin mir nicht so sicher, ob ich die richtig beantwortet habe. Inwieweit es weitere Schritte in Richtung auf eine Radikalisierung gibt? Ja, gibt es natürlich, weil man auch ja mit diesem
mit diesen Versuchen dann, mit diesen Flüchtlingskommissionen Ordnung zu schaffen und jeden dem Raum zuzuteilen, in dem er nach den ethnischen und sozialen Kriterien gehört, einfach nicht funktioniert. Und wir hatten das ja vorhin eigentlich schon auch besprochen, wie sehr daraus eben auch diese Gewaltdynamiken entstehen. Und es ist bezeichnend, also die Deutsche Sowjetische Flüchtlingskommission stellt ihre Arbeit ein im Mai 1940, weil man sich, gibt es Komplikationen, die Volksdeutschen werden nicht ausgeliefert und so, unmittelbar danach, und das weiß, und es gibt Belege dafür, dass die deutsche Seite das weiß, unmittelbar danach beginnt eine der großen Deportationswellen, der sowjetischen Deportationswellen. Also die Flüchtlinge, die man nicht geschafft hat, ins Generalgouvernement zu bringen über dieses Flüchtlingsabkommen, werden dann im Juni 1940 von Stalin deportiert. Und das weiß die deutsche Seite auch, das weiß auch das Auswärtige Amt. Also es gibt diese Belege, die sagen, wenn wir die jetzt nicht rübernehmen, dann werden die deportiert. Also insofern sind das auf beiden Seiten Gewaltdynamiken, die durch diese Paktgeschichte ineinander greifen. Wir hatten jetzt noch einmal die Frage der Perspektive und die Demarkationslinien genau. Im historischen Vergleich sozusagen. Überlasse ich dir. Aber wie ernst beide Seiten das nehmen, war Ihre Frage. Ich glaube, die nehmen das sehr ernst. Natürlich, im September 1939 ist es für beide Seiten ein wunderbarer Pakt. Also Hitler kann seine Polenpläne umsetzen und Stalin bekommt, und da sind wir dann auch bei den Demarkationslinien, das Gebiet, das er nach dem polnisch-sowjetisch-polnisch-russischen Krieg verloren hat. Und er will genau dieses Territorium, das international anerkannt über die Kherson-Linie ist. Also, und darauf legt er genau Wert, dass genau diese Gebiete, das ist für Stalin, also es klingt so zynisch, wenn man das so sagt, aber das ist ein gefundenes Fressen. Was soll ihm Besseres passieren? Ohne großen Militäreinsatz bekommt er diese Gebiete zurück. Und die nehmen das sehr ernst. Und interessant wird es, wo es bricht. Und da würde ich Ihnen empfehlen, nochmal, das können wir jetzt hier nicht, in der Zeit nicht so machen, sich nochmal die Verhandlungen während des Molotow-Besuchs in Berlin im November 1940 anzuschauen. Da versucht Hitler, da bricht es. Eigentlich gibt es vorher schon viele Konflikte, aber dann ist es klar, in dem Moment, in dem auch Hitler ganz bewusst versucht, gegenüber Molotow die Sowjetunion aus Europa zu verdrängen. Sein Ziel ist es, Mussolini und ich teilen uns Europa und Stalin soll dann mal nach Asien. Und das macht Molotow nicht mit. Gut, Kherson-Linie, ja, haben wir. Und klar, Percentage Agreement, Sie haben völlig recht, nicht? Das ist ganz clever geschaut, also nach den Grenzen. Sie hatten doch die Frage gestellt nach den Demarkationslinien. Ja, klar. Viele Fragen. Wir sehen, es sind noch viele Fragen zu diskutieren. Es gibt einige Antworten, die konnten wir heute durch Claudias Vortrag zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Buch und für die Diskussion und für Ihre vielen interessierten Fragen. Applaus